Ja, hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge des Pharao Let's Plays. Die Leute verherrlichen sie wie ein Gott. Oh je. Okay. Scheinbar haben wir doch was richtig gemacht hier innerhalb dieser aktuellen Mission. Haben es in der letzten Folge geschafft, alle drei Master Bus zu bauen und werden uns jetzt in dieser Folge vor allem um die Kultur kümmern. Ich habe mir so gedacht, ich nehme gleich noch eine Folge auf, sodass jetzt quasi dann wahrscheinlich 4 Folgen Pharao am Stück erscheinen. Ich denke mal, das ist aber nicht schlimm. Einfach damit es auch mal richtig vorangeht im Spiel. Nur so gedacht, ja los, das machen wir gleich mal. Genau, bevor wir natürlich starten, gibt es gleich noch das Zitat. Hier nochmal kurz die Übersicht. Monumentwertung ist perfekt. Königreichwertung, ja 99, 100 maximal möglich, okay. Aber ich denke spätestens, sobald die nächste Forderung irgendwann mal wieder kommt, vom Pharao oder von irgendeiner Stadt mit Wild oder Kalkstein, können wir die auch gut bedienen. Kalkstein haben wir genügend, Wild haben wir auch. Ein ganzes Warenlager voll. Und ihr seht, wir haben noch nicht viele Häusertypen, die, oder Häuserarten, die werden wir auf jeden Fall noch ändern müssen, dass das hier weniger wird und dass natürlich immer mehr wird nach hinten. Schön wär's. genau. Aber erstmal werden wir uns auf jeden Fall um die Kultur kümmern, das heißt Jongleure und Musiker und ach alles mögliche, ihr wisst ja hier Pavillon, Senehaus, Konservatorium, Senehaus wahrscheinlich nicht. Oder sehr nett, ich habe es wieder vergessen. Weil da müsste man Bier importieren, geht sicher auch. Wir haben sogar Brauereien, also wir könnten sogar die Gerste importieren und dann das Bier nutzen und das exportieren. Aber Problem ist halt wirklich hier, wir haben hier kaum Platz für irgendwas. Und deswegen, ja, müssen wir uns jetzt mal gut überlegen, wo wir was errichten. Aber erstmal natürlich. In vielen dieser Häuser wohnen arbeitslose Leute. Wie kann man da von ihnen erwarten, Steuern zu zahlen? Ja. Erstmal gibt es schnell das Zitat und dann schauen wir mal. Ja, arbeitslose Leute werden wir auf jeden Fall, denen werden wir auf jeden Fall Arbeit verschaffen. Ah, ich sehe, wir müssen hier die Wege verbinden. Sieht man das hier links bei den Masterbars? Ja. Erstmal gibt es schnell das Zitat und dann genau geht's los. Und zwar, das Thema ist Lüge. Das Zitat stammt von Samuel Palmer und lautet: Man sagt, ist eine halbe Lüge. So, und zwar, wie machen wir das am Anfang? Wir bauen erstmal ein paar Bühnen, da wo es geht und da wo es sich eigentlich auch lohnt. Ach so, genau, hier wollten wir noch die Wege verbinden, das machen wir gleich. So, da wo es sich auch lohnt. Also, da wo sich auch, naja, möglicherweise mal Häuser entwickeln könnten, solche Häuser, ja. Ich denke mal, das sollte mittlerweile eigentlich soweit bekannt sein, das Prozedere. Wir müssen das ja eigentlich quasi in jeder Mission jetzt mittlerweile machen, ist aber ganz okay. So, bauen wir gleich ein paar Jonglierschulen. Müssen wir aufpassen, die brennen irgendwie ganz leicht ab. Weiß nicht, ist bestimmt Zufall. Ich denke, da gibt es keinen Hintergrund, warum die so leicht abbrennen. Ah, dann ist wieder kein planiertes Land. Ach, ja, direkt neben der Jonglierschule zu wohnen ist aber auch nicht so optimal. Aber mal sehen, ob die schon reichen. So, hier liegt es auf jeden Fall noch an der Attraktivität. Das kann man sich, denke ich, mal sehen. Besonders bei diesem Haustyp, der entwickelt sich eigentlich sonst immer sofort zum nächsten. So, jetzt haben wir schon die hier. Das ist schon mal gut, weil wenn wir die haben, heißt das, die müssen mit Geschirr versorgt werden. Und das haben wir ja eigentlich da. Natürlich können wir dann weniger exportieren, aber ach, ich... Oh, das war das Falsche, was man weggerissen hat. Aber ich denke aber, das sollte es trotzdem... Ja, es hat schon geklappt. Das sollte es wert sein, ja. Aufpassen, dass man nicht irgendwie durch Zufall die Masterbar wegreißen. Wäre nicht so optimal. So, hier liegt es wieder. Einfache Karte. Wo ist denn... Interessant. So, jetzt fehlen die Musiker. Wohlstand auf Stufe 23. Also wie schon in der letzten, ja, in der letzten Folge eigentlich erwähnt, ich bezweifle es, dass wir jetzt hier in der vierten Folge das dann schon alles beenden können. Aber wir probieren natürlich so weit zu kommen, wie es geht. Ach, nicht Musikpavillon, wir brauchen erstmal das Konservatorium. Und jetzt müssen wir schauen, wo wir Musikpavillon errichten. Boah. Das wird gar nicht mal so einfach. Müssen wir vielleicht echt mal drehen, mal schauen.
Ja, das hier sieht eigentlich fast geeignet aus für eine Musikpavillon. Tada! So. Ich bezweifle aber, dass das schon reicht. Silo wirkt sich negativ. Na toll. Ach, wir können ja aber erstmal den Platz noch bauen. Ah, Verschönerung, Platz. Das reicht ja eigentlich meistens auch schon. Ja. Das erhöht auch die Attraktivität schon in einem gar nicht so geringen Maße, muss man eigentlich sagen. Diese Plätze sind gar nicht so schlecht. 54.000 Leben haben wir mittlerweile, also ich denke, das läuft eigentlich recht gut. Ja, 5.000 Einnahmeüberschuss, das ist 5.000 Leben ist ja die Währung. Das ist natürlich sehr erfreulich. Die Götter sind auch alle sehr zufrieden. Ihr seht, die Häusertypen haben sich jetzt schon verschoben. Wir brauchen jetzt Tänzerinnen. Okay, das ist nämlich ganz schwierig, weil Tanzschulen, die brauchen so viel Platz. Als ob wir die da nicht hinbauen können. So, das ist zwar schön, wenn wir jetzt eine Tanzschule haben, aber wir haben auch keinen Platz, diese richtig zu betreiben. Also die Bühnen brauchen wir. Da könnten wir aber hier hinten. Ist jetzt eigentlich Quark, weil. Ach los, wir reißen noch dieses Fort ab. So, jetzt wollte ich schon sagen, jetzt erhöhen sich nämlich gleich viele Gebäude auf einmal. Wir wurden bis jetzt kein einziges Mal angegriffen. Wir haben immer noch zwei Forts insgesamt. Ach, wenn was ist, dann ja, müssen wir halt schnell eins bauen oder. Keine Ahnung, aber ich denke, das passt schon so. Okay. Ja, ich klicke diese Nachricht mit der Lilometer-Vorhersage meistens immer weg und auch mit der Angabe zum Ruf im Königreich, weil wir senden ja alle möglichen Sachen senden wir ja immer pünktlich, also sollte das eigentlich auch passen. So, Zahnarzt. Zahnarzt ist recht gut, weil der ist sehr klein, den können wir eigentlich überall mal hinbauen. Und außerdem sind das auch wieder Arbeitsplätze, das dürfen wir auch nicht vergessen. Denn es heißt ja immer, wir haben so eine hohe Arbeitslosigkeit, dann werden wir dem natürlich ja entgegenkommen und werden hoffentlich dafür sorgen, dass diese sich abbaut. So. Ich denke mal, das sollte eigentlich schon reichen. Dann müsste jetzt als nächstes die Arztpraxen. Die nehmen wieder mehr Platz weg, aber ach, das geht auch noch. Dieses Haus hier können wir eigentlich entfernen. Ah, die Stufen brauchen jetzt nämlich zum Beispiel Bier. Mal gucken, ob wir es schaffen, ohne dass wir über diese Stufe hinausgehen müssen. Wenn wir fast alle Häuser auf dieser Stufe hätten, sollte es doch bestimmt auch reichen. Aber ich bezweifle es. Ich glaube, wir müssen echt wieder ein paar Häuser ja besonders hoch ziehen, sage ich mal. Wirklich damit. Ja, einfach damit das mit der Wohlstandswertung auch klappt. Zugang zu einem Arzt. Nochmal sehen, hier unten, die sind noch nicht. Doch, jetzt sind die auch im Betrieb. Noch mehr Musikerinnen. Okay. Wir könnten hier links noch auf jeden Fall ein Konservatorium errichten. Vielleicht sogar zwei. Ah. Schade. Da können wir noch ein zweites hinbauen. Das braucht aber. Doch, es hat tatsächlich Straßenzugang. Perfekt. Vielleicht reicht das schon, ohne dass wir hier eine Bühne haben. Wahrscheinlich nicht. Wir könnten aber hier in der Mitte auf jeden Fall. Lass mich mal kurz überlegen. Eigentlich ist dieser Weg hier eh optional. Das ist eigentlich. Das hier ist so oder so doppelt gemoppelt. So, wir reißen das jetzt mal hier ab. Genau, dann entwickeln die sich nämlich alle auf einmal wieder. So, können wir nämlich hier einen Weg und
das hier so machen, dann müssten wir doch eigentlich einen Musikpavillon errichten. Können wir auch eine richtige Bühne bauen? Einen richtigen Pavillon. Da müsste noch das eine Haus hier weg. Kein Problem. Und für die Symmetrie, über die sich das Auge ja immer freut, bauen wir das hier noch so. So, jetzt mal einen richtigen Pavillon. Ich sehe schon, wir brauchen dann am Ende bestimmt noch ein Sinéhaus. Hier fehlt es noch. Ah, hier fehlt die Tanzschule. Zu wenig Musikerin, immer noch. Okay, wir können hier auf jeden Fall noch eine Jonglier. Ah, jetzt ist auch die Tanzschule mit dabei. Immer noch zu wenig Musikerinnen. Wo könnten wir noch? Wir könnten hier hinten noch ein Konservatorium errichten. Das dann so verbinden. Ah, senkt halt. Okay, die Töpferei senkt die Attraktivität auch. Ja, gut. Eigentlich ist es auch recht unklug, hier oben den Ton produzieren zu lassen. Na gut, die können den vielleicht direkt bis hierhin bringen. Immer noch zu wenig Musikerin. Wir können ja Kultur, ging das nicht irgendwo? Felsen verbergen, okay. Unterhaltung, Musikerin. Hier unten fehlen viele. Hier drüben, ja stimmt, gut. Brauchen wir nicht lange überlegen. Hier drüben fehlt halt noch alles Mögliche. Kurz nochmal schauen. Okay, die Götter sind noch zufrieden. Alles gut. Wir könnten aber theoretisch... Das fühlt sich alles mit... mit Flachs. Okay, ich glaube, wir müssen echt, wenn die nächste Flut jetzt gleich wieder kommt, ja. Nehmen wir mal nur noch ein Flachsfeld. Echt, das ist hier... Das ist einfach zu viel. So viel Lein können wir echt nicht produzieren. Weil wir brauchen die ja aktuell bloß zum Verkaufen. Wir haben diese Einbalsamierungshäuser noch nicht aktiviert, also noch nicht gebaut. Genauso wie Kalkstein bauen wir auch mal ein bisschen ab. Außerdem die Wege hier sind eh sehr komisch gewesen. Müsste alles ein bisschen begradigt werden. So, dann können wir hier unten nämlich tatsächlich wenigstens noch eine Musikpavillon errichten. Und daneben ein Konservatorium. Und natürlich eine Jonglierschule noch. Vielleicht dahin. Huch, das war jetzt irgendeine Forderung, würde ich behaupten. Ja. So, okay. Einbalsamierungshaus. Okay, gut. Das, ja, bekommen wir, denke ich, mal hin, weil wir haben ja genügend Leinen. Die sind zwar alle hier unten, aber... Ist das das Einbalsamierungshaus, ja? Ja, doch, doch. Ja, 800 Wild bekommen wir auch gleich hin. Machen wir auch gleich. Okay, perfekt. Schreiberschuhe, nein, lass mal. Wir bleiben bei dem 40, bei der 40er Kulturwertung so. Jetzt wird nur noch, Anführungszeichen, der Wohlstand mit 8. Interessant. Ja, hier liegt es wirklich. Liegt es wirklich an der Attraktivität? Wie viel Geld haben wir? Ja, gut. Dann würde ich nämlich tatsächlich mal wieder erstmal die Plätze höher ziehen. Also, dass die sich. Ja, bauen sich ja immer weiter ein bisschen an. So. Hier unten können wir nicht. Ich glaube, hier unten haben wir gar keine Nahrung. Wird sich nie was entwickeln, was das angeht. Das ist nicht so optimal. So, und dann würde ich hier einfach auf alle verbleibenden Plätze erstmal Gärten ziehen. So, und schon entwickeln sich fast alle Häuser auf einmal. Was für ein Zufall. So, was hatten wir? 28? 27 hatten wir gehabt, stimmt. Liegt es jetzt wirklich an den Attraktivitäten? Ja. Und hier liegt es, wenn die Gegend attraktiver wird, ja. Du wohnst direkt neben der Masterbar. Was willst du denn noch? Ist das nicht Attraktivität genug?
Okay, das hat jetzt doch so gereicht. Ja, das mit den Plätzen, die ergänzen sich ja jedes Mal ein bisschen. Also nicht jedes Mal, irgendwann geht das auch nicht mehr. Aber ich sehe jetzt hier, das ging vorher nicht. Das ist manchmal ganz komisch. Ja, hier hinten, das sieht man, da sind zu viele einfache Häuser dabei. Sowas hier, das stört dann. Oder hier hinten fehlt wirklich, doch hier fehlt wirklich der Tempel. Wir könnten natürlich die hier abreißen und den Tempel direkt daneben bauen. Mal schauen, Moment, bevor wir das machen. 29er Wohlstand. Wir haben noch 5 Minuten in etwa. Gute 5 Minuten. Verschaffen wir es ja doch noch. Das wäre natürlich sehr cool. Die entwickeln sich alle auf einmal. Perfekt, bis zu dieser Stufe. Und die brauchen eine Arztpraxis. Na gut, das sollten wir hinbekommen. Huch. Oder das Einbalsamierung? Nee, lieber die Arztpraxis. Und natürlich jetzt auch die Plätze können wir noch verschönern. Nee, nicht Gärten. Platz, zack. So, sind wir schon bei 30? 31 sogar schon. Das läuft soweit gut. So, woran scheitert es hier oben? Wir haben doch... Okay, wir haben plus einen Basar dort. Na, dann bauen wir vielleicht mal... Bauen wir ruhig mal... Ah, da oben hätten wir auch einen bauen können. Ja, es hängt wieder die Attraktivität, ich weiß, aber... Wir verschönern das ja gleich. Perfekt. So, und dann müssen wir halt die einfachen Häuser wieder abreißen. Natürlich in der Hoffnung, dass die Leute dann auch immer gleich umziehen. Nicht, dass die erst wieder neu einreisen müssen und dann... Ach, verzögert sich das alles. Ja, und schon entwickelt. Zack, zack. Nein, nein. Verdammt. Egal. Hier ist eh ein Weg zu viel gewesen, so. Naja, wird sich schon wieder so fügen, so dieser Art von Haus hoffentlich. Ja, die bräuchten alle Bier und die haben keine Nahrungsmittel. Also, verstehe ich eigentlich nicht, weil eigentlich ist ja hier genügend Stroh zur Verfügung. Wir können höchstens mal das so machen, dass wir hier noch einen Weg zum Warenlager errichten. Ich weiß nicht, ob das dann funktioniert. Lol. Da muss ich mal tatsächlich noch ein Save machen. Nicht, dass es dann kurz vor Schluss. Ihr wisst ja, weil wenn wir im nächsten Screen dann tatsächlich wieder neue Missionen auswählen müssen, dann müsste ich sonst nochmal alles spielen. Das wäre natürlich, ja, sehr zeitaufwendig. Ja gut, wir können uns auch einfach eine Menge einfacher Häuser wegreißen und dann... Nö, das geht doch einfach so. Wir haben es geschafft. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell den Wohlstand hochbekommen. Stark. Hören wir uns noch den Endscreen an. Und dann war es tatsächlich von dieser Folge und auch von dieser Stadt. 4 Folgen, sehr schön. Grandios. Die in Tura eingerichteten Minen haben allen Kalkstein geliefert, den Cheops verlangt. Zumindest bisher. Auf der Grundlage einer starken Wirtschaft, an der die produktiven Minen von Tura entscheidenden Anteil haben, hat ihre Stadt neue kulturelle und soziale Gipfel erklommen. Stark. Ja, dann war es tatsächlich von dieser Folge. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Wie schon gesagt, es gibt einen Uploadplan, also schaut mal rein, wenn mal wieder Pharao drinsteht. Und genau, sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann.